Jetzt miteinander. Sie schauen Platz Musik. Und heute mal nicht in der Reihe, sondern unterwegs im SRF-Bus durch quer durch die Schweiz. Wir gehen zum Beispiel ins Baselbiet oder den Kanton Fribourg zu Familien, die Musik machen oder orgelt. Ich habe mit einem grossen Klarinettist abgemacht. Er wohnt in Mallorca, ist aber gerade ein paar Tage in der Schweiz, der Fritz Dünner. Und die erste Station, die wir jetzt anpeilen, ist Schweiz. Da gehen wir zum Alois Betschart, der Sohn vom legendären Peach Wiesel. Ich bin gespannt, wer auf dieser Reise rauskommt und freue mich, wenn Sie mitkommen. Bravo! Lukas Nauer, Franz Lagler, der Wiesel Betschart und der Rees Ulrich. Wenn der Wiesi ärgert, haben wir jetzt gehört, Wiesel, ist das Stückchen dir gewidmet, wenn der Wiesi ärgert? Ja, ich glaube schon. Hat uns jedem Sohn oder jedem Kind hat er ein Stückchen gewidmet. Das ist glaube ich, schon mein Dank gewesen. Also hast du gerade auch schon verraten, der Vater hat es komponiert, ja. Eine Legende, Peach Wiesel. Ja. Man schwätzt heute noch davon, aber wenn man im Archiv gehen, suchen beim Fernsehen, man findet keine Aufnahmen. Nein, er hat auch keine gemacht. Weißt du wieso? Ich weiß nicht wieso. Und die Musik hat das Sonnenseeblatt nachher die alle auf den Tonträger und da die Tänze vom Vater. Und die Tänze die sind bis heute beliebt, werden immer noch gespielt. Für die, die den Peach Wiesel nicht gekannt haben, wie würdest du ihn beschreiben? Weißt du, dein Vater für einen war? Ja, ein ruhiger, ganz ruhiger Mensch gewesen. Er hat auch die Musik gemacht, Peach Musik gemacht. Er hat noch Brüder gehabt, die auch. Darum sagt man der Peach Musik. Wie war es dort mal, als ihr in einem grossen Haushalt mit vielen Geschwistern aufgewachsen seid? Ja, wie war das in dieser Zeit? Ja, da ist Musik gemacht worden. Da ist der gekommen, dieser ist gekommen, dann Musik gemacht. Wir haben das gehört und darum ist uns das auch so geblieben. Und wie sind ihr denn dazu gekommen? Wie habt ihr es gelernt? Wir haben gelernt, ja, du eine Handorgel zu kaufen, für den Fall, das war ein bisschen teuer. Dann haben wir vielleicht eine Maulorgel gekauft. Wir haben erst in späteren Jahren Musik gemacht. Und er hat aber dann noch mitbekommen, der Vater? Ja, ja, hat er, aber ja, ganz das Letzte so.
Und wie geht es dir heute, wenn du selber Maulörgel bist oder Verwandte siehst, die auch Tänze vom Vater weiterspielen? Das freut mich, wenn ich hier Peachetomt höre vom Vater. Oder? Wenn unsere Familie, der Thorsten und der Tobias, die tun die Musik gut pflegen. Und meine Brüder, seine Kinder, die machen das wunderbar. Wo kann man das nächste Mal hören kommen, oder wo nimmst du das nächste Mal wieder führen? Ja, wenn man mich bestellt. wir haben keine Kopal, wir sind einfach spontan zusammen und machen so Musik. Hey, dann ist ja ein richtiges Privileg, dass wir heute hier in der Stube auf Schweiz hören kommen. Wäre da für auf den Weg, ich muss noch ein paar Häuser weiter, wäre da für auf den Weg noch mal ein Tänzchen machen? Könnten wir eins machen, ja. Nächster Halt der Rotenturm, Kanton Schweiz. Wir gehen zum Fritz Dünner. Der hat jahrelang zu Rotenturm gewohnt, ist aber 2010 auf Mallorca ausgewandert. Er ist noch fest mit der Musik verbunden, macht aber selber keinen Auftritt mehr. Und darum schauen wir ein bisschen zurück. Er hat nämlich schon für uns gespielt in Paz Musik, zum Beispiel mit dem Akkordeon-Duo Martin Sutter Junior und Senior, die wunderschöne Polka Prost Biberek Sebi. Danke vielmals. Ja. Fritz Dünner, du lebst seit über 10 Jahren in Mallorca. Ganz dorthin haben wir es mit unserem Büsschen nicht geschafft. Wo dürfen wir da jetzt mit dir schwätzen? Da sind wir eigentlich am alten Ort von mir, wo ich früher noch gewohnt habe. Das ist jetzt das Haus von unserem Sohn, wo wir ihm haben können übergeben konnten. Was hast du jetzt noch so für Verbindungen in die Schweiz und vielleicht auch in die Schweizer Volksmusik? Ja, natürlich zuerst einmal unsere Familie, die da wohnt, also unsere beiden Söhne mit Schwiegertöchtern und so weiter. Und meine Mutter ist auch noch da. Und zu der Volksmusik habe ich natürlich den Bezug nicht verloren. Ich bin ja selber auch noch ein bisschen am Komponieren und so weiter. Und dann höre ich immer Radio und schaue Fernsehen, eure Sendungen. Dann winken wir mal zu dir runter.
Sag mal, der Fritz Dünner, der ist heute noch so ein grosser Begriff. Deine Kompositionen werden viel gespielt. Bist du zu Mallorca auch noch bei dir mit der Klarinette unterwegs und machst irgendwo mallorquinische Stobeten? Nein, habe ich mal gemacht, noch eine Weile lang, wo wir da unten waren. Aber da habe ich es definitiv aufgehört. Also ich bin einfach für mich noch selber ein bisschen am Spielen. Und wie sieht denn dein Alltag zu Mallorca so aus? Ja, ich bin auf meinem Beruf noch unterwegs. Ich bin Klavierbauer und Stimmer und da bin ich relativ viel unterwegs, weil ich habe Kunden, wie zum Beispiel das Konservatorium, oder dann bin ich für das Symphonieorchester bin eigentlich immer unterwegs. Wie bist du da reingekommen? Ich meine, wenn man als Auswanderer von der Schweiz zu Mallorca ankommt, dann warten ja nicht alle auf einen und sagen, du könntest bei mir gerade noch das Klavier stimmen kommen. Wie hat er dort mal angefangen? Ganz am Anfang habe ich Kontakt aufgenommen mit den zwei grossen Musikhäusern, die dort sind. Und habe gesagt, ich möchte gerne auf meinem Beruf einfach ein bisschen arbeiten. Ich will aber nicht Konkurrenz machen, ich will einfach auf Service machen. Und die haben dann beide eigentlich gesagt, ja super, also, dann schauen wir mal, was sich da entwickelt. Und das ist eigentlich eine gute Zusammenarbeit geworden. Und dann gibt es jetzt natürlich Kreise unter den Musikern und unter den Lehrern, die man hat. Und das hat sich sehr gut entwickelt gehabt dann, ja. Und deine Musik, die klingt weiter. Und du hast mir verraten, dass ein grosser Anlass bevorsteht, wo du im Mittelpunkt stehst. Weißt du? Ja, etwas total Verrücktes für mich eigentlich, weil zwei Brüder von meiner Frau und zwei Cousins haben ein Konzert organisiert zu Ehren von mir. Und das ist dann im KKL das nächste Jahr im Februar. Und da freue ich mich natürlich riesig drüber. Also ein riesiger Saal mit perfekter Akustik. Da fragen sich natürlich alle, ob denn der Fritz da vorne steht und seine eigenen Hits spielt. Nein, das werde ich aber nicht mehr machen, weil ich habe vor 4 Jahren gesagt, also jetzt höre ich auf der Bühne Musik machen. Ich darf einfach als Gast dort sein und geniessen und hören, wie die Formationen all meine Kompositionen spielen. Da freue ich mich drauf. Danke vielmals, haben wir hier in deinem alten Heiter reinschauen. Hat mich sehr gefreut. Merci, Fritz. Und unser Reisli, da geht jetzt weiter. Wir fahren ins Baselbiet zu einer Familie, die mit sehr viel Weitblick durch die Schweiz regelt. Und auf dem Weg daher machen wir noch einen Stopp im Luzerner Hinterland, Zwillisau. Von da aus hören wir FM-Tastic Brass. Das ist eine kleine Formation von der Feldmusik Willisau. Thank you.
Bravo, Familie Eschbach, wir haben dort Ladina, der Silvan, der Jan und Selin. Ihr habt den Serena Fox von den Genderbüben gespielt. Wir sind hier zu Diegten im Baselbiet. Ladina, wie sind ihr als Familie dazu gekommen, um so Musik zu machen? Also eigentlich ist es einfach irgendwie so gekommen. Ich weiß selber nicht genau wie. Und zuerst hat halt Jan angefangen, und nachher hat es mir halt auch sehr gefallen. Dann habe ich noch angefangen. Dann ist noch der Silvan gekommen, mit dem Schweizer Ragele. Und dann ist Céline mit dem Bass gekommen. Zuerst hat es der Papi gemacht. Dann ist Céline, hat sie zuerst nicht wollen. Aber jetzt macht sie es doch, glaube ich, noch recht gern. Und wie ist das, wenn man mit der ganzen Familie Musik machen darf? Ihr wohnt ja ein bisschen oberhalb vom Dorf, darum auch Schweizer Ragele-Quartett Weitblick. Ihr habt viel Aussicht. Und dann da dann jeden Abend miteinander noch ein bisschen proben? Nein, also wenn wir Konzerte haben, dann proben wir schon eigentlich jeden Tag. Aber sonst, also wenn wir Kleis haben, dann proben wir etwa alle Woche bis zwei Wochen einmal. Was machst du denn am liebsten bei euch auf dem Betrieb, wenn du nicht am Musik machen bist? Hühner reintun. Das ist, wenn die Hühner draußen sind, dann tut man sie halt reinjagen, so dass sie dann im Stall sind in der Nacht. Und dann halt schlafen und so Sachen machen. Danke vielmals, dass ihr für uns gespielt habt. Ich wünsche euch als Familie alles Gute, noch viel coole Auftritte. Und danke, dass wir den Weitblick geniessen hier bei euch. Und wir gehen jetzt weiter an einen Ort, wo wir hoffentlich auch eine schöne Aussicht haben, auf Kerzers im Kanton Freiburg. Da wohnt der Pascal Freiburghaus und er singt mit seinen drei Töchtern zusammen. Wir hören das Jodellied «Mi Welt» vom Ernst Sommer. «Mi Welt» Hier ist gar grüßlich klein, gross genug, damit uns Frieden sein. Mein Säckeli ist schon nicht gross, es liegt weg vom Lärmen oder Strasse. Ja, la, la, la.
Bravo, da sind Savina, Janina und Romina zusammen mit dem Papi im Pascal Friburghaus. Wunderschön gesungen. Zehländer, Jodu, Kracher, mi Welt. Wie sind ja denn zum Jodeln gekommen, dass du als Vater hergebracht hast, dass alle drei Töchter mitsingen? Das hat angefangen, ich habe 1998 den Jodelclub Kaunach übernommen, als Dirigent. Und Janina war von ganz, ganz klein in jedem Konzert dabei. Schon mit 3 Monaten zum ersten Mal. Mit 3-jährig ist sie auf der Bühne gestanden, bei dem Gesamtchor, hat Schwäubeli gesungen. Und hat nichts Ähnliches wollen, als mit 6-jährig endlich dürfen jodeln im Kinderchörli Zins. Und bei den anderen 2 war es das Gleiche. Die waren immer dabei und hat nicht den Ärmel reingenommen. Ich musste gar nicht viel machen. Als Jodelkracher unterwegs, Seeländer Jodelkracher, wie sind Sie zu dem Namen gekommen? Weil wir es gerne ein paar Mal krachen. Und haben das verbunden mit dem Jodel. Und wie ist es für dich als Vater, wenn man den krachen lässt in den Ausgang und singen mit den Töchtern zusammen? Das höchste Mal, was man kann. Ja. Ihr habt «Mi Welt» gesungen. Savina, ist jetzt Jodel auch für euch als 3 junge Frauen eure Welt? Oder habt ihr auch noch andere Sachen, die ihr noch gerne macht und euren Alltag erfüllt? Nebst dem Jodeln ist natürlich die Familie an erster Stelle. Und dann tun wir noch sehr gerne zusammen Skifahren, wo wir auch viel unterwegs zusammen sind, ja, mit den Ski. Und wie ist es für euch so mit dem Papi zusammen gehen, gehen singen, gehen auftreten? Was bedeutet euch Jodeln? Sehr, sehr viel, ja. Sehr schön, mit dem Vater zusammen aufzutreten. Ist er als Dirigent, der eben auch jemanden den Club vor sich hat, besonders streng, wenn die eigenen Töchter singen? Er kann schon streng sein, ja. Muss aber auch. Wie bist du zufrieden gewesen heute mit deinen 3 Töchtern? Mit den Töchtern war ich sehr zufrieden gewesen. Hey, ich bin auch zufrieden gewesen. Danke vielmals, haben wir bei euch hier vorbeischauen. Wir müssen jetzt schon weiter und sofort alles zusammenräumen. Ich wünsche euch einen schönen Tag und wir räumen auf. So schnell geht es und unser Material steht wieder. Den Kanton haben wir gerade auch noch gewechselt. Wir sind im Kanton Aargau. Zwalde neben mir der Hannes Fankhauser, der Carlo Niederhauser, Anna Kohler und Barbara Schirmer. Wir sind hier in der Schirmmühle und haben die Schirmmühle-Musik vor uns. Was ist das für eine Formation und wieso der Name? Also wir haben im 76 angefangen. Und da haben wir noch keinen Namen gehabt. Ich bin gerade aus Südamerika gekommen und haben aber am Folkfestival in Lenzburg gespielt. Und dann haben sie gesagt, wie heissen sie? Da haben wir gesagt, ja, wir haben noch keinen Namen. Wo wohnen sie? Ja, in der Schürmühle. Also heissen sie Schürmühle-Musik. Also eine Formation, die es seit Jahrzehnten gibt. Wie würdest du so die Musik von eurer Formation beschreiben? Oder hat sich die auch verändert in diesen vielen Jahren? Also wir haben natürlich angefangen mit Appenzeller Musik. Ich bin ja Appenzellerin und wir haben auch am Anfang noch mit meinen Eltern gespielt. Der Vater hat schon Hackbrett gespielt, die Mutter Klavier und dann sind die Jungen dazugekommen. Und nachher haben wir aber angefangen, ich bin von Südamerika hergekommen, wir haben angefangen südamerikanische Musik zu spielen, osteuropäische Musik. Also wir haben die Reise durch andere Länder schon vor bald 50 Jahren gemacht, was heute alle machen, aber das war wirklich so unsere Spezialität gewesen. Nicht nur ein Genre, sondern Grenzen überschreiten.
Und darf man da sagen, dass du jetzt hier im Kanton Aargau ein bisschen Entwicklungshelferin bist für das Hackbrett? Ja, auf jeden Fall. Das ist immer noch eine Hackbrettwüste eigentlich. Ich bin die einzige Lehrerin weit rum und die Schüler kommen von weit her hierher. Und ich hoffe natürlich immer, dass es sich noch mehr verbreitet. Aber dank dir, dem Botschafter vom Hackbrett, hat jetzt auch viele Kinder im Aargau, die das auch lernen wollen. Das finde ich toll. Ich freue mich auf die Musik. Danke vielmals, dass ihr auch für uns spielt. Danke Ihnen, liebes Publikum, dass Sie die Reise staufrei mit uns mitgemacht haben. Bats Musik beim nächsten Mal dann wieder aus einem Lokal. Wir sind in der Chemiehütte Zeschriet im Kanton Bern. Ich freue mich, wenn Sie dann auch wieder zuschauen und jetzt gut anschnallen. Und wir gehen ab auf da Eis mit der Schirmeli-Musik. Adi miteinander.